September, 8 Uhr in der Früh. Wir nähern uns dem Klinikum der Universität Gießen. Wir fahren jetzt zur Frauenklinik dieses Jahr. Ist das 175-jährige Bestehen dieser Klinik. Im Hintergrund ist die Kinderklinik zu sehen. Es finden umfangreiche Bautätigkeiten im Zentrum für Chirurgie statt. Dieses ist die Klinikstraße und wir biegen jetzt in die Langhahnstraße ein, an der die Frauenklinik liegt. Das ist die Frauenklinik Hauptpforte. Das Direktorenhaus in der Nähe. Renovierung jetzt für die 175 Jahre der Klinik. Mutter und Kind von Jahnke geschaffen. Als Wahrzeichen unserer Klinik findet auch immer als Emblem auf Kongressankündigungen ihren Niederschlag. Hausburschen und Boten per Fahrrad unterwegs, immer im Dienst. Das ist Herr Dr. Reiter, Oberarzt und derzeitiger Leiter der neonatologischen Abteilung in der Kinderklinik, auf dem Weg zum Einsatz. Morgen. Morgen. Frau Bergmann. Kommen Sie ruhig näher. Wir müssen das mal festhalten, wie es 1989 hier in der Frauenklinik ausgesehen hat. Ne? Vielleicht gucken sich das kommende Generation doch nochmal an. Der Dienstplan für heute? Ja. Jawohl. Und genau mit der Zeit von der Rechnung.
Kommen Sie mal her. Als Erinnerung, was? So ist es. Zum 200-jährigen Geburtstag werden wir das vorführen. Ja, genau. Aber nicht von Ihnen, von der Klinik. Da müssen wir uns aber alle schon ausgraben lassen, nicht? Oder erleben wir das noch? Erleben wir das noch? Das 25 Jahre. Ich weiß, nicht, nicht in dieser Besetzung. Der wird lang. Immer freundlich. Wo ist das? Sehr großartig, was haben Sie denn da? Wir haben nur fröhliche Assistenten. Mit Ton jetzt auch. Das lässt sich nicht ändern. Ja? Ja, kommen Sie ruhig mal hoch. Haben Sie Lampenfieber? Nein. Oh, no, no. Good. So from the archive, which might take a little bit of time, so you write down your name. Ist unfair, ne? Deppen. Ui. Jawohl. Das ist ganz wichtig. Nee. Doch, doch, ungeheuer wichtig jetzt. Doch. Nee. Auch abends frisch gebacken. So frisch gebacken. Zu frisch. Kaffee. Das ist richtig. Wir müssen unsere jungen Mitarbeiter bei Laune halten. Vielleicht. Auch nicht die Zigarette? Nein, nein. Sie rauchen nicht? Ich bin gesünder. Morgen. Guten Morgen, Schwester Meta. Lächeln Sie bitte mal etwas freundlich in die Kamera. Was? Wie willst du das machen? Das ist für den 200. Geburtstag gedacht. Für den 200. Oh Gott, da bin ich ja nicht mehr hier. Als Rückschau. Da bin ich ja nicht mehr hier. Die Bautätigkeit. Was ist denn nicht? Ach nee. Ja, nicht über mich. Ja. Die Wachhabenden, die sollten doch mal hervortreten. Nee. Nee, nee. So schön sind sie mir nicht. So. Ja. Wir brauchen die sonst nicht. Wissen Sie das? Wir haben keinen mehr. Und vielleicht will die das aus, wenn ich das mal auf einer Tür aufschreibe. Ja, ich verstehe das, aber wieso? Die Sprache zu schlagen. Sie nehmen immer die gleiche Dosierung da. Das kann natürlich nee, auch mit 80%. Aber ist nicht Sinn der Sache. Otto von Franke, einer der früheren Direktoren dieser Klinik. Würzburg kommend. Das ist der Vorraum unseres Museums und gleichzeitig der Vorraum zum Hörsaal mit Abbildungen aus der Zeit um die Jahrhundertwende, als Löhlein aus, so von einer anderen Perspektive. Das war das Empfangszimmer des Chefs. Das
Das Wartezimmer. Und der Schreibtisch. Dieses Museum. Mit kleinen Ausstellungen. Wurde von Professor Künze Zusammenarbeit mit Professor Benedum, dem Direktor des Instituts für die Geschichte der Medizin, eingerichtet. Sendung aus Kiel gestiftet anlässlich des 70. Todestages von Hermann Johannes Pfannenstiel, der von 1902 bis 1907 hier Klinikdirektor war und dann nach Kiel ging und dort nur 4 Semester tätig sein konnte, weil er dann sich während einer Operation an einer eitrigen Ovarialzyste infizierte und verstarb an Sepsis. Die Jahrbücher. Der Gießener Entbindungsanstalt von Röttgen. Der bedeutende Schriften herausgegeben hat. Hier, Bekeit. Eine wunderhübsche Abbildung des Uterus. Hörsaal für 150 Personen. Hier finden immer die alljährlichen Weihnachtsfeiern, die Professor Künzel und seine Frau organisieren, statt. Dann ist der Hörsaal bis auf den letzten Platz gefüllt mit Patienten, Mitarbeitern und Assistenten des Hauses. Immer eine sehr stimmungsvolle Atmosphäre. Das ist die Motivstation. Überall hängen Exponate unserer Wanderausstellung von nordhessischen Künstlern und Künstlerinnen. Keine Scheu. Das etwas zu klein.
zentralen Untersuchungszimmer der operativen Station. Hier werden alltäglich die Patienten Professor Kanzler vorgestellt, der nahezu jede Patientin, die zu einem größeren Eingriff kommt, selbst auch untersucht. Frau Müller? Was gibt denn das? Nee. Von hinten nur. Immer bei der Arbeit. Mit dem Macintosh. Was machen Sie denn? Vertraut. Bitte? Ich mache einen kleinen Rundblick auf die Klinik insgesamt. Das ist von Liebig, nachdem unsere Universität benannt wurde. Die Auswahl der Journale, die hier derzeit gehalten wird. Die namhaftesten wissenschaftlichen Zeitschriften unseres Fachgebietes Bibliothek mit einer hervorragenden Sammlung antiker Bücher unseres Fachgebietes. Ein Schatz eigentlich, den es vor Diebstahl zu sichern gilt, was sich schwierig gestaltet. Hier finden die täglichen Besprechungen um 16 Uhr mit Ausnahme von Mittwoch statt. Das ist die Galerie der ehemaligen Kliniksdirektoren von Rittgen, der die Klinik von Heger übernahm, der nur den Lehrstuhl innehatte. Kehrer, der durch die ersten Kaiserschnittoperationen bekannt wurde, Ahlfeld, Pfannenstiel, Franke und Opitz. Und die Perspektive aus der Klinikleiter hier die täglichen Besprechungen abhält. Klinikshof. Das ist die Wochenstation mit der Front zum Innenhof. Da oben die OP-Station und darüber die Privatstation. Und hier die Röntgenklinik. Hier ist der OP-Trakt. Unsere Oberschwester. Ja, das dürfen wir doch nicht verpassen. Ja, Schwester Karin, zeigen Sie mal Ihren Tätigkeitsbereich. Ist doch nicht schlimm. Wo gehobelt wird, fallen Späne, Schwester Karin. Aber ja, das ist die Höhergruppierung, wissen Sie? Dann sieht es so aus, wie ich für das gesamte Personal machen muss. Und für zwei Kliniken darf man nicht vergessen. Für zwei Kliniken, ja. Für die Röntgenklinik, ja. Genau. Jawohl. Was machen Sie denn, Schönes? Ist das die neue Kamera? Nein. Hoffentlich wird die auch im OP eingesetzt. Ja. Sie können vielleicht gleich mal die OP-Räume aufnehmen. Mach ich. IVF-Bereich. Das ist IVF. Das ist also jetzt hier. Und Professor Gips. Alles modernst ausgestattet. Klinik auch hier, der Tribut an die Musen. Die Schleuse für den OP-Bereich. Jetzt bin ich da. Jawohl. Hier sind die modernen OPs. Ja. Dann läuft die Kamera. Also das ist jetzt alles schwarz-weiß hier. Ja, ist auch richtig. Und dann. Das ist die Klappe für weiter. So.
auch nicht schlecht. Warum für den Kaiser? Sind entdeckt. Jetzt werden wir alle erwischt. Yes, Mann. Ja. Nee, Gott ist wieder die Frau. Hier, da ist die Frau. Komm hierher, du bist jung. Komm mal. Du kannst es. So, ist doch schön. Filmen lassen. Das keiner will. Keiner will. Ja, nein, sie kommen also durch die Tür und ich fühle mich. Frau Kunz? Ach ja, bin ich. Unser guter Geist? Wie lange sind Sie schon im Haus, Frau Kunz? 20 Jahre. Sehen Sie? Sag mal, Ola Bescheid, dass man hier entdeckt werden kann, ja? Ich habe der Frau Mein schon Bescheid gesagt, dass sie mit dem Film kommen will. Dass sie was? Dass sie ihre Haare kammen soll. Ja, genau. Muss sie ja sagen. Jetzt ist mal gut, wir haben doch schon den Vertrag für Hollywood. Der Woche und 28. Woche kommt immer, ne? Ja, genau. Und er meinte, es kommt der NAW, ja, der kommt, aber manchmal kommen die auch ein bisschen später. Das geht schon in die Zeit. So, ist es, ja. Und ich weiß es nicht, aber ich bin. Machen wir mal einen auch mal. Dürfen wir da mal ranfilmen? Ja, ja. Nur mit Ihrer Zustimmung. Ja, ja. Ist das in Ordnung? Ja. Wenn ich jetzt nicht gespielt habe. Aber ja, das stimmt. Ab heute. Ich weiß. Gut. Nein, ich meine auch, wir brauchen doch eine suffiziente Beratung. Also ja. Natürlich. So. Und das ist die Einheit, die funktionstüchtig ist. 12.000 Mark, ich weiß nicht. Das ist viel Geld. Aber wenn man dagegen hält, wofür es eigentlich gedacht ist, dann, was alles gekauft wird, dann müsste das eigentlich drin sein, ja. Na, wollen wir sehen. Das ist noch nicht entschieden. Das ist der Vera. Ja. Also die Bilder sind immer schlimmer. Die sind immer schlimmer, die Bilder. Ja, also in der Familie manchmal, wenn ich das sehe, bei den Geburtstagsfeiern, weißt du, oh mein ja. Das ist schlimm. Und eine sehr schnelle Durchführung von Kaiserschnitten. Im Notfall vergehen nur wenige Minuten von der Indikationsstellung bis zur Durchführung des Eingriffs. Jawohl, wie gut, dass ich gerade Sie hier antreffe. Also, das gibt's doch nicht. Jawohl. Geht hier rum, ohne was zu sagen. Das gibt's doch nicht. Das ist mein. Und was ist das? Das ist eigentlich mehr für einen Eigengebrauch gedacht. Ja? Ja, weil es zu leidenhaft natürlich ist. Ich weiß nicht, ich habe ja die Befürchtung, das wird irgendwann. Aber nicht zu diesem Jubiläum. Nein? Nein. Kann man das? Ich bin bald ein Vierteljahrhundert hier. Ist nicht wahr? Ja, von 65, dann habe ich mal 3 Jahre unterbrochen. Und wann haben die angefangen hier mit dem Ultraschall? Hier unten? Ja. 79 sind wir hierher gezogen, Januar. Und hat das gleich Herr Fröser rausgeholt? Ja, der hat es ja schon von vornherein. Ne? Wann hat er angefangen mit der Ultraschall? Angefangen, also ich bin 77 in Kreisheim, da war der oben auf der jetzigen Privatstation, ne? Da oben hinten, hinter dem Kreisel, da war der Kreisel ja hinten. Jawohl. Und da hatten wir schon ein Bild, so ein B-Bild, ne? Jawohl. Das A-Bild mit den Zeiten. Diesen schweren Kasten. Ja, nicht schlecht. Der da fest eingestellt wurde, ne? Geschichte der Medizin. In hohen technischen Standard dokumentiert. Ja, das ist ein modernes System. Jawohl. Ich bin seit 1980 hier. 80? Ja, damals mit dem Schiff. Ja, ist dann war das im selben Jahr? Ach, ja, es kann sein. Der Baumann. Hightech. Ist das die neue Kamera? Nee, das ist meine alte. Ja.
Haben wir eine bekommen? Oder? Ja, ich weiß nicht, der Chef spricht ja immer davon, dass Filme gemacht werden sollen, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Dass eine kommt. Und von welcher Firma soll die sein? Auch von Sony? Ist auch gefasst worden. Hier ein Waiver für Sie, dass man nicht am Arm behalten muss. Dass sie das gleich mitnehmen kann, die Patienten? Ja, ja, ja. Ja, besten Dank. Polyklinik. Geht es morgens los jetzt? Wir hatten das doch umorganisiert. So wie wir es besprochen haben. Und klappt das denn einigermaßen? Das ist halt immer schlecht, sind halt morgens ziemlich viele Leute schon da. Ich komme um 7:30, sitzen hier schon meistens 6 Patienten. Die warten dann schon lange auf mich. Auf die Aufnahme? Ja. Und die Aufnahme läuft immer noch für das ganze Haus hier? Nee, nur für die OP-Station. Ja. Für die ganze Zeit. Die Konservative noch nicht? Nee, das wird drüben gemacht, in der onkologischen Ambulanz. Ja. Ja, aber das ist ganz unerheblich. Wie lange sind Sie jetzt? Ich bin 10 Jahre jetzt. 10? Ja. Und wo waren Sie vorher? Ich? Ja. In der Chirurgie, OP. Ist wahr? Mhm. Der Augenklinik ist OP. Augenklinik. Warte mal, ich guck mal, ob es im Buch drin steht. Moment. Ja, ja. Wie heißt die? Ja, A. Dr. Kirschbaum. Berg. Wie immer bei der Arbeit. M-A-G. Ich komme noch weiter. N. Ich glaube, es reicht für das erste. Yes. Und wichtig ist. Ich dachte, es wird jetzt ein Film gemacht und der mit dem von Pfannenstiel verglichen. Der hat ja kein. Guten Morgen, ich wollte ihm ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Ach so, ja mir. Ja. Aber nicht fotografieren bitte. Warum nicht? Alle dabei. Warum nicht? Ich wünsche nämlich gerne, aber keine Fotos mitnehmen. Da geht vielleicht der Apparat kaputt. Nein, nein. Sie haben sich Schwester Ami, das ist ein absolut unterbeschäftigter Oberarzt. Das kennen wir nicht solche Ideen. Ach, ich glaube, ich habe es gut stehen bei ihm, oder? Was? Ich glaube, ich habe einen guten Stallbein in dem Brett, oder? Ja, aber wie? Das wissen Sie doch. Mein General. Gerade Polyklinik. Wie sehe ich denn das? Da müssen Sie aber den Herr Bauer aufnehmen. Oh, den habe ich schon heute Morgen auf dem Fahrrad. Beim Putzfahrer oder was? Den habe ich schon auf dem Fahrrad. Ich habe gerade Veranstaltungen in dem großen Tier-OP, dass da keine Lüftung drin ist. Das ist schlecht. Das ist total schlecht. Das hat gar nichts zu machen. Und wir müssen die Fenster auflassen und dann kommt der Staub von der Straße. Wenn ich da heute sage, mache ich es morgen wieder ganz in die Straße. Das ärgert mich ja. Wir haben mit recht. Mit recht. Ich will doch mal sprechen mit den Verantwortlichen. Also in dem Kleinen ist es doch drin. Macht nichts. Also ich finde das auch mit der Anpflanzung hier. Auch hier dieses gelbe. Ja. Hier ist Frau Achenbachs Reich, auch genannt Café Achenbach. Das ist das Dachgeschoss mit den Assistentenzimmern. Und mit den Diensträumen. Der Arbeitsplatz von Frau Meid und von Frau Jelinek.
jetzt. Ne? Dieses Plakat stammt von der Ausstellung, die wir im Schloss Gottorp organisiert haben. Suchen wir es nochmal im Fotolabor bei Frau Achenbach. Ich bin aber heute ganz in Zivil. Das macht nichts. Das müssen wir doch mal festhalten. Ich habe vorhin gesagt, hier ist das Fotolabor, früher mal Café Achenbach genannt. Das zu wem haben Sie das gesagt? Das habe ich hier auf das Band gesprochen von der Filmkamera. Aber das entbehrt ja jede Grundlage. Das Café Achenbach, das war oben. Und wo war das? Oben, unterm Dach. Und seitdem ich aber unten bin, war es nicht mehr Café Achenbach. Dann war nämlich viel Arbeit da. Das war so die letzte Zeit von unserem Chef. Professor Kepp. Ja, von Professor Kepp. Onkologischen Ambulanz. Zu den Laboratorien. Ja, nee, als Arbeit. In Dienstkleidung arbeiten. Arbeit? Ich mach doch jetzt die Oberaufsicht, da kann ich dann nicht mehr arbeiten. Ja, das ist toll. Gut. Den einen Tag darfst du noch genießen. Da haben wir also richtig viel Arbeit. Ja, wann haben die denn das sich mit Ihnen in Verbindung gesetzt? Gerade eben angerufen. Also ich weiß nicht, ob Sie den überhaupt noch mal anrufen müssten, aber. Auf jeden Fall habe ich das Programm bestellt. Der hatte oben angerufen. Ja, ich will nur wissen, wann es kommt, damit ich mich darauf einrichten kann. Wann haben Sie ein Buch gefunden? Gibt es nichts. Gibt es aber was über QuickBasic, aber nur in dem MS-DOS-Format. Ja. Also, da habe ich mir jetzt was abgeschrieben. Da in der Bücherei. Habe das hier unten mal probiert. Also, eigentlich funktioniert so, wie ich mir es vorstelle. Ich werde jetzt nochmal probieren, ob das mit dem Excel. Machen Sie mal die ersten Versuche vielleicht. Habe ich da schon eben mal probiert. Alles klar. Mit dem, was ich habe, weil das ja auch kein QuickBasic ist. Das ist ja ein anderes. Das ist ja nur ein Interpreter hier, das Ding. Okay. Und kein Compiler. Aber. Ich guck's mir gleich mal an. Ich will nur erst den Flur aufnehmen und die Poster und so weiter. Alles klar? Bis nachher. Das ist nach oben. Das ist das Programm. Ich habe das auf der Diskette von Frau Jelinek. Gabi richten. Nee. Das ist ein Blickfang. Nein.
Eine Dokumentation. Die Onkologen müssen sich ja auch ausweisen. Ist da die Galle operiert worden? Die Arbeit von Herrn Barnes an Zellkulturen über den Sauerstoffverbrauch in Abhängigkeit vom Sauerstoffangebot ist hier ausgestellt. Auch über die Kreislaufzentralisation des Feten bei akuter Asphyxie, Tarnlarm, Oma und Professor Künzel. Ja, wer kommt denn da? Nein, der kleine Jungs. Herr Adam, kommen Sie ruhig ein bisschen näher. Wollen Sie alles hier aufnehmen, oder? Einmal rundherum. Das ganze Haus? Ja, nur das, was sich anbietet. Ja. Oder was, brauchst du was vor? Nein, ich habe nichts vor. Na, ich weiß nicht. Das sieht so verdächtig aus. Nein. Man muss es nur irgendwann mal machen. Ah ja, sicher, man muss was machen. Aber muss ja nicht unbedingt jetzt sein. Wie läuft die Vorbereitung für die Experimente? Oh, bestimmt schon gut. Wir sind aktiv. Oh ja, klar. Ist gut. Mein Stall ist fertig, ich darf gerne kommen. Ja, ist richtig. Na ja, also gut. Ran mit. Dankeschön. Ich finde das ja auch hübsch hier mit dem. Also das hat gut gemacht hier. Ja, finde ich auch. Und da kann eben jeder sein wissenschaftliches Gebiet ausstellen. Zeigen. Was läuft hier? Na mal los. Kommen Sie. Frau Franke. Noch nicht filmreif. Noch nicht filmreif, was Sie machen? Nein, das ist noch nicht. Da hätten Sie noch ein bisschen warten müssen. Machen Sie jetzt den Trockenkurs? Ja, das ist der Trockenkurs. Frau Mein, kommen Sie näher. Sie sind sowieso schon im Bild. So kennen wir Sie gar nicht. Doch, schüchtern wie immer. Rot angelaufen. Es ist ja ein Farbfilm. Naja, man wollte ja typische Aufnahmen von mir haben. Im richtigen Leben. Eben. Hier ist die Mikrosphären. Messeinheit mit dem Lithiumdetektor, der sehr lange defekt war. Und jetzt wird das Programm gerade entwickelt, um die Mikrosphärenmessung hier im Hause durchführen zu können. Hier ist der TOP, unsere Schafe operiert werden. Die Messeinheiten. Frau Franke wird gerade eingearbeitet, damit sie die Stelle von Frau Meid einnehmen kann. Hier macht Dr. Berger seine Untersuchung über die energiereichen Phosphate und ihre Veränderung bei Asphyxie. Platz
von dem Doktoranden Schmolling. Sie untersucht die Beatmungsparameter der Schaflose mit und ohne Endotoxin vor Behandlung. Die Experimente laufen hier vorne und die Blutproben werden im hinteren Teil analysiert. Katecholamin. Messungen und Blutgasmessungen werden hier vorgenommen. Du musst weiter arbeiten. Ja, ich störe. Es ist alles ganz weit. Ich muss mich immer auf seinen Nasen halten. In meinem Windschatten. Ja. Haben wir schon die Tage, die 120 Tage Schwangerschaft? Ja. Und für die kommende Saison haben wir das schon in diese Planung eingeplant? Ich weiß auch noch gar nicht, weil wir ja gar nicht wissen, wann wir die Tiere. Achso, wollen Sie es denn auch nicht machen? Nee, ist gut. Am 25. Tag können wir machen. Nur alle paar Stunden, das bringt nichts. Ja. Zeigen Sie uns mal den Kescher. Ja, ist offen. Ja, kommen Sie mal. Ja. Nicht immer ich. Das sind Leute, die sind besser dran. Nee. Ohne Sie liefe hier nichts von unserem Experiment. Gar nichts. Zeigen Sie mich da hinten. Können Sie ruhig. Nein, für nächste Woche. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und hier sind für Herrn Kleinstein, oder wessen sind das? Kleinsteins Haus. Für seine Laparotomie, ne? Mhm. Und die Meerschweinchen, für wen sind die? Berger, Kirschbaum, der Glöne. Jawohl. Und wie viel haben wir jetzt schwanger? Oh, 32. Naja, das ist doch sehr gut. Ja, doch, der hat ja schon mindestens 10 Stück verarbeitet. Das ist doch sehr gut. Ja. Endokrinologische Labor, ehemals Gips, dann Baumann, jetzt wieder Gips. Nein, um Himmels Willen, ein bisschen wollte nicht fotogen. Das stimmt nicht. Nee, überhaupt nicht, wir sind erkältet. Das wird auch im Film nicht abgebildet. Das wird ignoriert hier. Krank sein gibt's ja nicht. Aber das ganz ist böse ja ignoriert. Das ist unfair. Das ist ganz unfair. Ohne Vorwarnung. Ja, eben. Das ist eben Live-Berichterstattung aus der Frauenklinik. Das ist kein Live mehr. Hier sitzen unsere Hoffnungsträger. Ist nicht so? Was sind diese Aufnahmen denn überhaupt gut? Was? Was diese Aufnahmen mit dem Chaos gut sind? Dokumentation. Dokumentation. Ganz rechten Arbeiten in der Frauenklinik. Kurze Fahrgeschritte. Wie steckt man ein Pinafilter in ein Prospekt drin? Auch das will gelernt sein. Alles schnell geht. Ja, aber sie waren zwar erstaunlich günstig, die Programme, aber das wäre unter MS-DOS nicht so, dass ich auf den Compiler 2 Wochen warten muss. Das ja, für wen ist die Dokumentation überhaupt? Für mich. Das ist ein neues Spielzeug von Ihnen, oder? Nee, das ist schon 3 Jahre alt. Da? Das gefilmt, oder was? Ja. Ach, doch, auch schon. Ist doch nicht schlimm. Nee, das ist schlimm. Bei der Arbeit lassen wir uns gerne filmen, aber nicht, wenn wir nach Hause gehen. Nicht, wenn wir nach Hause gehen, dann nicht mehr tun. Ich wollte da mal reingucken, Kevin. Das ist doch nichts los jetzt. Ja. Wofür machen Sie das? Eigentlich mehr für mich. Also jedenfalls nicht für diese 175 Anfragen. Na Gott sei Dank. Also, es wird auch nicht publiziert ohne Ihr Einverständnis. Wollen Sie auch mal eine Klinik aufmachen?
Na, ja, das glaube ich wohl nicht, aber. Aber ich finde es wichtig, dass man das alles mal festhält. Ist doch nicht? Na, das will ich aber auch sagen. Ich meine, eine totale Ordnung, das sieht doch so aus, als hätte man nichts zu tun. So ist es, genau so. Kaffeetassen dürfen Sie natürlich nicht fotografieren, das ist nämlich verboten. Also, man muss doch mal Kaffee trinken dürfen. Nee, in zwei Etagen. Ja. Die müssen Sie jetzt. Aber wissen, ist das nichts? Ja, das ist doch was. Das ist dann. Kann ich mir Arbeit. Das mal mitnehmen? Ja. Wenn ich keine mehr benötige? Ja. Ganz weil herzlichen meine Dank. Schon zu Hause, die sind eben bestimmt nicht besonders still. Und dann nehme ich mir lieber die mit. Und in Action wäre es doch viel besser, wenn man das. Ja, weil so ein bisschen. Ich komme mal morgens. Na, da ist wenn ist der Highlight, Betrieb ja. Auf vollen Touren läuft. Ja. Da ist Highlight dann ja allerdings. Denn sonst bei der Arbeit. Ach, ist er hier. Ich habe Bürotag. Das ist schlecht. Wann kommt Herr Mussmann denn? Der RT am Unterricht. Ah ja. Naja, dann nachmittags sitzt er hier immer, ne? Dann kann ich ihn ja hier mal ein bisschen aufnehmen. Herzlichen Dank. Es muss irgendwann mal sein. Ja, eine Fotografin. Die ist so überbeschäftigt im Moment. Tja, das liegt sicher an Ihnen. Unter anderem an mir, das ist wahr. Das ist jetzt nach dem Einbetten. Das ist jetzt die Waschprozedur. Das ist das Eindecken der Schnitte. Hat das vertraglich eigentlich geklappt jetzt inzwischen? Tja, der Brief von Professor Künzel ist vorgestern rausgegangen und ich bin dauernd schon am Probieren, die Frau Kirchner zu erreichen. Ich hoffe, das wird diese Woche noch klappen. Das hat ein bisschen Wirbel verursacht, aber eigentlich, ja, weil die klinische Chemie die halbe Stelle beanspruchten ja, wollte. Ja, aber der Professor Katz hat es ja wohl darauf verzichtet, denn ja, lautete jedenfalls der Brief von Professor Künzel. Ja, genau. Aber ja, zumindest hat er eingehakt. Weil er dachte, das wäre eine halbe Stelle, die er für so ein Zentrallabor beanspruchen könnte. Ja, ist ja ein Problem. Umschichtstation zum Abschluss. Ja, guten Tag. Keine Angst. Jetzt suchen wir erstmal die Verantwortlichen. Jawohl. Der verantwortliche Stationsarzt. Guten Tag, Professorin. Herr Rassoschi. Ich schreibe gerade einen Befund von der Oberärztin Dr. Jovanovic nieder. Wir haben gerade eine Patientin aufgenommen mit einem Lymphödem in der rechten Leiste. Sie entwickelte heute Morgen septische Temperaturen. Und jetzt wird. Ist das die Patientin nach Vulvektomie? Das ist die Patientin nach Vulvektomie, ja. Ah ja. Und da war doch ein inflammatorischer Zustand nach der Operation, der lange behandelt wurde. Sie wurde mit Lymphdrainagen behandelt und wiederholten Lymphsekretpunktionen aus der rechten Leiste, weil sie da einen Lymphstau hatte. Ja. Und das hat sich offenbar jetzt infiziert. Hm. Wir haben jetzt wieder punktiert, sind 80 Milliliter gekommen. Wir haben Blutkulturen abgenommen, haben auch das Lymphsekret in die Hygiene geschickt. Und erwarten nun, dass wir den richtigen Keim mit unseren Antibiotika behandeln. Jawohl. Ja, besten Dank. Jetzt wollen wir mal sehen. Die Schwester Lydia ist gar nicht da, oder? Ja, nee, die ist ja nicht allein. Hat frei. Lange. Aber es läuft auch ohne sie offenbar. Ja, gut, lachen jetzt muss zum Ende zu sich hier. Wieso zum Ende? Ah ja, ich meine, es ist Dienstzeit. Ja. Okay. Was macht das Auto? Auto fährt gut. Alles ja, ist auch ein Traum. Ich habe es jetzt mal sauber gemacht. Es verdreckt auch sehr schnell. Offen stehen. Dunkelblau ist immer ein bisschen. Ja, das sowieso. Ich hatte vorher ein schwarzes, das war besser, weil ich hatte so Kunstleder sitzen drin. Und wenn da mal ein Vogel drauf gemacht hat, ist das nicht so schlimm. Aber wenn das jetzt abends oder tagsüber irgendwo in den Bäumen stehen lassen, ist das gleich voll. Gell? Ja, das ist richtig. Hier, die Tauben. Das ist überhaupt.
auch. Ja, und wenn Ihnen dann so drei Tauben am Tag ins Auto machen, auf Holzlippern, können Sie sich vorstellen, wie das aussieht. Ja, das ist wahr. Das ist nicht so praktisch. Ich wollte auch kein Leder mehr haben, das ist Kunstleder. Weil halt! Mit einfach draufspielen, mit was decke ich ab? Ein Mikrofresse. Also wirklich so schick. Ja, ne, das wird natürlich so viel. Ja, ne, das ist lieber nicht. Das will ich ja auch machen. Nein, Zinn sind auch was Kleben. Lest doch mal besser. Brauchst du aber ein Bild von jemandem kalt? Nur gegen Gabe. Was könnte denn? BAT 5? B. Was? D? Nein. Das ist sofort, dann können Sie mich den ganzen Tag filmen. Wie hoch ist Ihre Gage, Herr Trottner? Doch, ich nehme dann auch BAT 5. Und im Moment? Und also 5 ist ein bisschen wenig. Im Moment ein Zivilo. Aber wir haben Sie doch höher gruppiert, nicht? Trottner, oder nicht? Noch nicht. Wieso nicht? Ist das noch nicht möglich? Ja, das dürfte jetzt ab diesem Monat möglich sein. Haben wir den Antrag nicht schon ausgefüllt? Nein. Aber Herr Amadi will einen haben. Ach ja. Ja, ist ja auch qualifiziert. Ist das noch für Berlin, Frau Kirchhoff? Das ist immer noch für Berlin, ja. War das das, was Sie gestern neu gemacht haben? Ich jetzt auch nichts anderes mehr im Moment, bis ich es nicht fertig habe. Nee, das ist auch gut so. Aber die Ausdrucke habe ich jetzt alle. Jawohl. Aber ich muss jetzt noch zusammenflicken. Hatten wir eigentlich... Sie haben jetzt alle Abbildungen gemacht, die wir... von denen auch Dias existieren. Das heißt also auch von dem... von der Abbildung über die Lunge, nicht? Lunge, ja, haben wir auch. Okay. Und welche, ich will da nochmal anrufen, wenn der Firma Grab ist. Jensen, Frauenklinik in Gießen. Ich wollte gern ein Quick Basic bestellen. Und da müsste ich aber von Ihnen wissen, ob das am Lager ist. Wir brauchen das ganz dringend. Danke. Ja? Ist nicht da. Hey, an wen könnten wir uns denn wenden? Wir brauchen das ganz dringend. Fünf Tage, wenn ich es über Sie bestellen würde. Ja, und das geht dann per Express hierher? Und per Nachname wahrscheinlich, oder? Alles klar. Ich sage Ihnen nochmal Bescheid. Ja, herzlichen Dank. Jo. Alles klar, wir kriegen es in 5 Tagen, wenn wir wollen. Sieht man uns immer zur Unterschrift vorliegt, wenn wir einen Computer kaufen oder so etwas? Der hat zu mir gesagt, wir sollen denen das hinschicken. Irgendwas. Eine Bescheinigung, dass wir diesen Hochschulrabatt bekommen. Ja, bislang waren das Formblätter von Apple, die vorgelegt werden müssen. Aber wir haben wahrscheinlich in unserem Macintosh-Ordner noch Blanko-Formblätter. Ja, danke schön. Tschüss. Ah. Kannst du noch mal drauf gehen?
von dem von diesem Punkt im Osten gehen. Also wenn du nach links willst, musst du jetzt von dem Punkt die Schatten. Cursor setzen, dann ist der Cursor. Ja. Mach einfach. Ja, jetzt ist das in die richtige, in die, genau. Die nächste Zeile ist es. Ich mache es wieder rückgängig, indem ich jetzt. Jetzt ist es nicht noch als schwarz. Wann ist es am besten, wenn eine andere Zeile flutscht? Ja, oder können Sie einen Zettel hinterlassen? Ja, das können wir auch machen. Oder ist es sicher, dass er in zwei Stunden wieder da ist? Alles schwarz. Ja, gut, er möchte doch mal die Frauenklinik anrufen. Und zwar können Sie durchwählen über das Haustelefon? Nee, ne? Ich glaube, es geht nicht. Achso, dann müssen Sie die 702 vorher wählen und dann 3305 oder 3290. Ich meine, nur dass er das jetzt macht, ja? Wenn ich jetzt das so lassen will. Ja, die Bank ist immer so. Ach, ich hab schon gesehen. Das war auch gut. Ich habe. Wir teilen uns gerne. Schau mal. Nur wir machen nicht mehr anderen Handel. Du hast alles. Ah ja, wird schon gehen. Dann können wir gehen. Das passt zu dir. Das ist das Rote. 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 Das ist das Rote.